Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Eisenfarm bauen kann. Und die ist super schnell und super einfach nachzubauen und ja, super simpel einfach. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Tutorial an, denn das geht, wie gesagt, ziemlich schnell. So, das erste, was wir machen, ist, wir bauen erstmal einen kleinen Turm aus irgendwelchen Blöcken, das ist total egal. Und der muss eben nicht eine bestimmte Anzahl an Blöcken hoch sein, sondern einfach nur ein bisschen weit oben, damit eben die Villager, die wir später bauen oder brauchen, eben nicht von irgendwelchen Viechern angegriffen werden. So, und dann haben wir hier oben einen Block. Und von dem Block aus gehen wir jetzt 5 Blöcke in jede Richtung. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal, wer jetzt gedacht, 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier so ein Pluszeichen. Und das wird jetzt quasi die Grundfläche. So, als nächstes platzieren wir dann hier irgendwelche Blöcke. Ich benutze jetzt mal in diesem Fall rotes Glas, damit das hier ein bisschen kenntlicher ist, dass hier später ein Zombie reinkommt. Aber wie gesagt, eigentlich ist das ziemlich egal. Und dann platzieren wir hier auf den ersten Quarzblock quasi, oder was auch immer ihr da halt habt von dem Plus, platzieren wir dann einen Workstation-Block, also einen Block, mit dem Villager quasi arbeiten können oder einen Beruf bekommen. Ich nehme jetzt hier Komposter-Blöcke, einfach nur, weil ich diese Hüte, die dann bekommen, ziemlich cool finde, diese Pharma-Strohhüte. Aber ihr könnt natürlich genauso Fässer zum Beispiel benutzen oder halt andere Sachen, mit den Villagern eben einen Beruf bekommen. Und die umranden wir jetzt einmal mit wieder irgendwelchen Blöcken, in diesem Fall nehme ich jetzt mal hier grünes Glas, damit wir hier einfach wissen, dass da Villager reinkommen. Und dann bleiben hier diese anderen drei Blöcke aus Quarz oder aus was auch immer ihr halt benutzt habt, frei. Und die brauchen wir nämlich gleich noch. Da kommt nämlich auch noch etwas hin. So, und dann machen wir den hier auch nochmal schnell. Insgesamt haben wir dann 4 Zellen, die ungefähr so aussehen. Oder halt genauso, je nachdem, welche Blöcke ihr benutzt. Und dann platzieren wir hier nochmal jeweils Betten hin. Natürlich auch wieder egal, welche Farbe. Aber dieser Block hier muss eben frei bleiben. So, danach machen wir 3 Blöcke insgesamt nach oben. Machen dann diese beiden Blöcke weg und jetzt müssen wir quasi das Ganze hier nochmal zu einem Quadrat ausfüllen. Das bedeutet, wir gehen jedes Mal bis zum Rand vom Glas quasi, also bis auf diese Ebene hier. So, und machen dann hier einmal eine Umrandung drumherum. Der hier ist schon ein Block zu weit, so muss das nämlich sein. So, und dann hier nochmal lang und den Block hier weg und hier nochmal lang. Und das Ganze füllen wir dann jetzt mal schnell aus. So sollte das Ganze dann aussehen, aber wir gehen jetzt erstmal nochmal nach unten und platzieren hier oben gegen die Decke gegen quasi nochmal Blöcke, und zwar hier genau auf derselben Höhe quasi wie dieses, diese grünen Blöcke sind, dieses grüne Glas, machen wir hier dann nochmal Blöcke und hier auch nochmal, hoppala. So, das sorgt nämlich dafür, dass die Villager, die dann später da drin sind, nicht rauskommen, blöderweise, das wäre nämlich, ja wie gesagt, einfach doof. So, und dann lassen wir hier jedes Mal über dem Komposterblock allerdings den Block frei. Das ist wichtig, denn die Villager, die müssen den Zombie, den wir in die Mitte später tun, nämlich sehen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass, also wir haben hier 4 Villager, das wird dann quasi so als Village oder als Dorf angesehen. Und wenn wir hier 4 Villager haben, die quasi gleichzeitig diesen Zombie sehen und Angst vor dem kriegen, da wird nämlich ein Eisengolem gespawnt und den können wir dann eben platt machen quasi. Und so funktioniert dann quasi die ganze Farm. Das nächste, was wir machen, ist, wir gehen dann über den Komposterblock an die Decke und machen einen Halbstein hin. Und das machen wir auf jeder Seite, dass hier so ein Plus nochmal entsteht. Und es ist natürlich wieder egal, welchen Halbstein wir benutzen. Ich benutze jetzt hier diesen pinken, weil ich den eigentlich sonst nie benutze und halt mal benutzen wollte. Und dann ist das Wichtige jetzt, dass wir hier unten einen Zombie reinbekommen. Theoretisch könnt ihr im Survival hier oben einfach ein Loch machen und dann hier irgendwie einen Zombie hochkriegen und mit Wasser hier reinspielen oder mit einem Minecart oder sowas. Aber ich mache es in diesem Fall im Creative jetzt einfach mal mit einem Spawn-Ei. Und wichtig ist, dass wir dem einen Namen geben. Das bedeutet, wir brauchen hier ein Anvil und gehen dann mit einem Namensschild da rein und nennen den dann irgendwie Fappa oder sowas. Und dann können wir mit Rechtsklick das Namensschild rechtsklick auf den Zombie machen und jetzt hat er einen Namen. Und das wird nämlich dafür sorgen, dass der Zombie nicht despawnt. Und normalerweise, wenn man ganz weit wegläuft vor Zombies, dann verschwinden die einfach. Aber der hier ist jetzt benannt und dementsprechend bleibt er auch, wenn wir ganz weit weggehen. Und jetzt können wir hier nochmal die Villager reinmachen. Selbes Spiel hier im Survival, könnt ihr hier oben einfach ein Loch einbauen und die Villager dann hier reinschmeißen. Oder halt mit einem Minecart oder irgendwie sowas. Aber ich habe die jetzt ja hier als Spawn-Ei und dementsprechend spam ich sie da jetzt einfach mal rein. Das bedeutet in jede dieser Zellen quasi ein. Und die bekommen jetzt hier den Pharma-Hut, weil sie eben den Beruf quasi kriegen durch den Komposter-Block. Und jetzt können sie hier halt nicht raus, kriegen aber Angst vor dem Zombie und sie können ihn auch sehen. Das ist eben das Wichtige, deswegen dürfen da keine Blöcke im Weg sein. Und jetzt würden sie theoretisch hier oben ein Eisengolem spawnen. Soweit sind wir aber noch nicht, denn wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass die Eisengolems dann auch automatisch getötet werden. Und das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Und dafür schnappen wir jetzt dann einmal einen Haufen Zäune. Dann natürlich ganz normale Blöcke. Dann brauchen wir noch Wasser und Lava. Und wir brauchen auch noch etwas zum Bauen, etwas anderes. Ich nehme mal rotes Glas, einfach damit das hier ein bisschen, ne, bisschen besser zur Geltung kommt quasi. Und was dann natürlich auch noch wichtig ist, sind Schilder. Damit können wir nämlich das Wasser quasi vom Fließen stoppen. Und wenn wir das Ganze automatisch aufsammeln möchten, brauchen wir natürlich auch noch Trichter und Kisten quasi. So, das nächste, was wir tun, ist, wir suchen uns eine Seite aus, in die das eben funktionieren soll. Das ist ziemlich egal. Ich nehme jetzt einfach mal diese Seite hier. Und dann umranden wir die anderen Seiten einmal mit Zaun. Das Ganze sollte dann so aussehen.
Und gegenüber von dem, was wir freigelassen haben, platzieren wir jetzt jeweils nochmal eine Reihe mit 5 Blöcken. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und das ziehen wir dann hier nochmal in die andere Richtung und dann werden wir das Ganze nochmal umranden. Denn dann sorgen wir dafür, dass das Wasser eben genauso weit fließt, wie es fließen soll. Nämlich eben bis zum Ende quasi so. Und wenn wir das Ganze jetzt auch nochmal schnell umranden, dann haben wir das schon mal. Und dann müssen wir nur noch quasi die Zelle bauen, in der quasi die Eisengolems dann getötet werden. Und den Mechanismus, wie wir quasi die Items dann aufsammeln, so. Ich mache das Ganze hier nochmal einen Block weiter oder ein oder zwei Fences insgesamt weiter, einfach nur zur Sicherheit. So. Und wenn wir jetzt nämlich hier oben einfach Wasser überall hin tun auf den letzten Block, dann wird es nämlich genauso weit fließen, dass es hier halt an der Kante aufhört. Und genauso wollen wir es haben. Also so, als nächstes bauen wir jetzt den Mechanismus, wie die Eisengolems dann im Endeffekt auch getötet werden. Und so gehen wir dafür hier einen Block hin und dann machen wir drei Blöcke weiter und dann noch einen Block und dann umranden wir das Ganze hier nochmal. So dass dann insgesamt hier zwischen drei Blöcke frei sind. Was man dann allerdings noch machen muss, ist hier zum Beispiel, wenn die Eisengolems hier hingespielt werden, dann können sie nämlich hier theoretisch stehen und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend müssen wir hier den Zaun einmal wegnehmen und das Ganze nochmal einen höher machen. Das sorgt eben dafür, dass sie hier nicht irgendwie aufgehalten werden. Das wäre ziemlich blöd. So. Und dann machen wir da drüber nochmal eben Zäune. So. Eine Reihe Zäune einmal drumherum. Und dann können wir nämlich unten den Kill Chamber quasi bauen, also die Tötungszelle quasi, wie der Eisengolem dann umgebracht wird. Und zwar machen wir hierfür erstmal hier dicht und machen dann hier insgesamt drei Blöcke darunter nochmal jeweils eine Reihe Blöcke, beziehungsweise drei Reihen Blöcke. So. Wenn wir das gemacht haben, sieht das dann etwas so aus. Und dann können wir hier unten auch schon einen Fußboden quasi reinsetzen, der allerdings die mittleren drei Blöcke frei lässt. Also diese drei Blöcke hier bleiben erstmal frei. Da kommt dann nämlich ein weiteres Loch rein, wo dann eben der Eisengolem auch hin soll. Das nächste, was wir tun, ist, wir platzieren hier Schilder. Die werden nämlich das Wasser aufhalten, das hier fließt. Dann können wir nämlich einfach mit Shift und Rechtsklick nochmal gegen das Schild gegenklicken. Und dann haben wir hier so eine Reihe Schilder in der Luft fliegen. Und die halten jetzt quasi das Wasser auf, wenn wir das hier hin platzieren. So, und das sorgt eben dafür, wenn zum Beispiel hier ein Eisengolem ist, dann wird er eben hier hingeschwemmt und dann hier weiter. So, und das, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze nochmal ein paar Blöcke tiefer. Und zwar insgesamt, glaube ich, 4 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, so in etwa. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann nämlich Lava platzieren und die Lava, wird dann dafür sorgen, dass eben die Eisengolems getötet werden. So, also platzieren wir dann hier auf dieser Ebene Lava, das bedeutet, eine Ebene darunter machen wir nochmal eine Schilderreihe. So, und natürlich diesmal dann insgesamt 3x3 Blöcke quasi mit Schildern. So, damit die Lava nämlich auch nicht weiter nach unten geht. Dann können wir hier, oh hoppala, jetzt habe ich den einmal fallen lassen, zack. So, dann können wir nämlich hier auf irgendeinen Block einfach Lava setzt, ich mache jetzt mal auf diesen hier, und dann wird sich die Lava automatisch verteilen und hier darf sie natürlich nicht durch. Und jetzt würde halt der Eisengolem, egal wo er hier spawnt, im Endeffekt dann hier unten in der Lava landen und dann sterben. Und das ist eben so Sinn und Zweck der ganzen Farm. Was wir dann noch machen, ist das Ganze nochmal mit einem Boden hier ausrüsten quasi. So, und den machen wir dann nochmal zwei Blöcke weiter hier in diese Richtung, so. Und da werden wir jetzt dieses automatische System bauen, was dann eben die Items auffängt. Und zwar machen wir hierfür einfach ein paar Doppelkisten hin. Je nachdem, wie lange wir AFK sind, gibt es natürlich mehr Items. Und dann können wir einfach mit Rechtsklick und Shift gegen die Kisten klicken. Und dann haben wir hier nämlich ganz viele Trichter. Und wenn uns ein Item in diesen Trichter fällt, dann kommt es im Endeffekt bei der Kiste auch wieder raus. Dann können wir hier drüber auch noch Glas machen, denn Kisten kann man ja aufmachen, obwohl Glas darüber ist. Und jetzt werden nämlich die Eisengolems, die quasi hier spawnen, hier reinkommen. Und weil die eben so groß sind, werden sie die ganze Zeit im Feuer sein oder in der Lava viel mehr und sterben. Aber hier unten werden dann quasi die Items gedroppt, also so in der Mitte vom Eisengolem quasi. Und die können dann hier alle eingesammelt werden und verbrennen eben nicht in der Lava. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon vom ganzen Tutorial. Ich werde mich hier gleich noch ein bisschen auf K hinstellen, dann könnt ihr mal zugucken, wie das Ganze funktioniert. Und ansonsten, wenn ihr bis hingeschaut habt, schreibt mal Hashtag Eisen in die Kommentare. Und ich hoffe, die Farm hat euch gefallen und sie war einfach erklärt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.